Ja, Leutings, was geht ab und willkommen wieder bei Nico. Slow-mo. Leutings, willkommen zu, ja, heute nicht wirklich einem Vlog, sondern eher einem Review, einem Test. Denn ich musste mich jetzt die letzten Tage echt zusammenreißen, dass ich nicht die neuen Gönnergy-Sorten von Monte austest. Ich dachte mir, wir laden es erst heute hoch am Release-Day. Die Leute auf Twitch meinten so, wir sollen es doch früher hochladen, damit das Ganze mehr Klicks bekommt und so. Aber ich dachte mir, nee, komm. Wir warten offiziell, bis sie auch draußen sind und dann testen wir sie aus. Eigentlich wollte ich mich gemütlich hinstellen mit dem Jeep an dem Parkplatz, wollte mit euch die neuen Sorten testen. Jetzt ist halt doch nur der M5 geworden, ne? Aber ja, ich bin sehr gespannt. Und ja, meine Eltern, da geht ein Kuss raus. Die haben nämlich von den neuen Sorten, glaube jeweils 4 Stück mitgenommen. Und weil ich jetzt eh gerade unterwegs bin, habe ich mir die frisch eisgekühlt aus dem Kühlschrank geholt. Habe mich kurz an den chilligen Parkplatz hier hingestellt vom XXL Lutz. Und dann werden wir die jetzt mal austesten. By the way, ich weiß nicht, was eure Lieblingssorte ist. Bei mir war es, muss ich sagen, tatsächlich... glaube ich, der Blaubeer-Coconut von der ersten Auflage, vom ersten Drop. Tropical dachte ich, wäre immer eher sowas für den Sommer. Raspberry Cheesecake habe ich echt nur für den Winter gesehen. Am Ende des Tages habe ich, glaube ich, den Blaubeer am meisten getrunken. Den Tropical von der ersten Auflage, den habe ich irgendwie komplett links liegen lassen. Und in den Raspberry Cheesecake, in den habe ich mich dann im Nachhinein verliebt. Deswegen umso trauriger, als ich dann gehört habe, dass die rausgenommen werden. Und von der zweiten Auflage muss ich sagen, hat mir am besten geschmeckt tatsächlich White Peach. Und ich hoffe, White Peach bleibt auch drin. Bei dem Sweet Lemon, das war für mich leider nur süßes Wasser. Da habe ich leider fast gar nichts rausgeschmeckt. Und der Juneberry, der war in Ordnung auf jeden Fall. So, ich habe hier Arctic Ice und den Cactus Kick am Start. Ich würde sagen, warte mal, ich glaube, wir setzen uns ein bisschen weiter vor. Machen es uns hier im Schatten gemütlich kurz. Zack, ich glaube, Cactus Kick kann ich mir nur eventuell was vorstellen. Aber bei dem Arctic Ice konnte ich es nur in den Emotes jetzt aus Monte seiner Story heraus erahnen, was es ist. Deswegen werden wir den mal als erstes öffnen. Bin sehr gespannt. Und dann lass mal die Verköstigung starten. Arctic Ice testen wir als erstes. Teleportiert mich direkt zurück in die Kindheit. Denn schmeckt tatsächlich 1:1 so wie diese Gletscher-Eisbonbons. Ich weiß nicht, wer die noch kennt. Ich habe sie damals geliebt, diese Gletscher-Eisbonbons. Direkt auch, wenn man dann mal eine Mause gedatet hat, hat man sich dann noch kurz so einen Gletscher-Eisbonbon hinter die Backe reingedrückt für den guten Atem. Und hat er echt gut hinbekommen, ja. Funny Fact, ich habe... an anderen Content auf dem Kanal gedreht, deswegen Kuss auch nochmal fürs Einschalten. Über die letzten Videos hinweg, über die Vlogs, freut mich, dass sie doch relativ gut ankommen bei euch. Und den anderen Content, den ich jetzt nicht erwähnen will, den wir davor betrieben haben auf dem Kanal, der unseren Kanal nicht familienfreundlich gemacht hat, da habe ich immer gesagt, suche ich einen Geschmack, der genau nach diesen Gletscher-Eisbonbons schmeckt. Grüße gehen raus an die Leute auf Twitch, die wissen bestimmt Bescheid, weil immer fragen mich die Leute, hey, gibt es eine Sorte, die 1:1 so schmeckt wie Gletscher-Eisbonbons? Und ich habe immer gesagt, nee, gibt's nicht. Bin selber auf der Suche. Meistens schmecken die dann, ich weiß nicht, immer so richtig läsch oder gehen gar nicht in die Richtung. Arctic Ice aber, da habt ihr auf jeden Fall den vollen Geschmack. Von diesen Gletscher-Eisbonbons kommt richtig gut, muss ich sagen. Gehen wir doch direkt weiter zum Cactus Kick. Hier auch kurz einfach im Hoodie. Hoodie und gemütlicher Hose gedresst, weil es dann gleich noch weitergeht, muss ein paar Sachen erledigen. Jetzt ist ja immer so die Zeit, ne, mit dem Steuerberater. Grüße gehen raus an Tansi. Cactus Kick. Okay. Süß.
Ich glaube, ich weiß jetzt schon, in welchen ich mich auf jeden Fall verliebt habe. Von den zwei Sorten. Ich denke, es ist auf jeden Fall der Cactus Kick. Cactus Kick finde ich geisteskrank. Geisteskrank lecker. Ja, schmeckt wie das Grüne beim Kaktuseis, ne? Ja, da muss ich sagen, da wird wahrscheinlich meine Hand doch auch öfters mal ins Regal greifen, wenn ich den sehe. Der Gletscher-Eisbonbon ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, darauf muss ich Bock haben. Darauf muss ich Bock haben, Guys. Ich denke, ich werde die zwei auf jeden Fall noch weiter ausschlutzen heute Abend im Stream auf Twitchy Twitch. Grüße gehen raus an Monte für die zwei lecker Sorten. Reihenfolge jetzt bisher bei mir. Wow, schwer. Ich glaube, ich würde den Blaubeer-Kokosnuss, den White Peach und den Cactus Kick würde ich auf die 1 stellen. Würde nicht der Raspberry Cheesecake rausgenommen werden, wären die alle 4 auf der 1. So ist es jetzt halt nur noch Blaubeer-Kokos, der White Peach und der Cactus Kick. Also die drei Sorten, Monte. Direkt der fette Voice Crack am Start. Die drei Sorten, Monte, musst du auf jeden Fall im Sortiment behalten. Bin ich super traurig, wenn du von White Peach, Blaubeer-Kokos oder jetzt Cactus Kick einen rausnehmen würdest. Und Guys, ich bedanke mich fürs Einschalten, für den Test. Wir sehen uns die Woche bis Samstag jeden Tag auf Twitch. Ab 13, 14 Uhr sind wir live bis 12 Uhr durchgehend durch. Können auch nochmal reinstüsseln. Da werde ich die wahrscheinlich jetzt auch die Tage noch ein bisschen trinken. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche zu einem neuen Vlog. Ich bedanke mich fürs Einschalten vom Review, vom Gönnerchi. Wünsche euch einen schönen Tag. Ja, das Wetter ist bei uns, war mir zu risky und tatsächlich ein bisschen zu frisch für ein Jeep. Deswegen geht es jetzt noch weiter mit dem BMW, die paar Sachen erledigen. Und dann wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zählt es doch gerne mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit dem Abo, dann hinten mir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid. Und unbedingt die neuen Gönnerchi-Sorten austesten, Guys. Testet sie aus. Kommentiert mir, wer sie schon getestet hat oder wer sie jetzt die Tage bekommen sollte. Natürlich unter dem Video, welcher euch von beiden besser schmecken sollte, ob sie euch zu künstlich sind, ob euch gar keiner von denen schmecken sollte. Welche euch am besten schmeckt jetzt von den ganzen Sorten, die rausgekommen sind mit den Drops. Und freue mich auf die Kommentare durchzulesen, weil Geschmäcker sind ja natürlich, wie man immer sagt, unterschiedlich. Man kann es nicht jedem recht machen, jeder hat einen anderen Geschmack. Und jo, bis zum nächsten Mal.